Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurer September-Legung. Wir starten mit der energetischen Prognose. Ich habe mich diesmal mit Erzengel Metatron verbinden dürfen. Er kam in mein Feld und ich habe mir einige Notizen gemacht und ich werde euch dahingehend jetzt relativ kurz und knapp, aber doch sehr klar ausformulieren dürfen, um was es im September geht. Wir starten mit der allgemeinen Energie, meine Lieben. Und da sagte mir Metatron, es ist vom energetischen her, kollektiven Feld so, dass es im September leicht und beschwingt wird. Das ist ja auch, wo wir Menschen immer relativ gut durchatmen können, zur Ruhe kommen dürfen. Ja, wie ich schon in der Augustprognose gesagt habe, kamen wir ja aus Monaten, die wirklich sehr arbeitsreich, sehr intensiv waren. Was interessant ist, ist, dass Aufgaben oder Herausforderungen besser bewältigt oder erledigt werden. Also immer wieder das Thema Leichtigkeit ist in den Vordergrund gestellt worden. Letztendlich kam sehr häufig immer wieder der Satz, es liegt immer wieder an uns, es liegt an unserer Einstellung, es liegt an unserem Mindset, es liegt an unserer Ausrichtung. Die Verfügbarkeit von Leichtigkeit, dass sich die Türen öffnen, die sind da. Ja, und die Herausforderungen sind die Aufgaben, die jeder einzelne Mensch inkarniert mit seiner Seele mit sich bringt. Das sind die Herausforderungen, die Aufgaben, die wir bewältigen können. Und immer wieder das Thema auch, wir bekommen nur die Aufgaben, die wir bewältigen können. Und es gilt herauszufinden, warum habe ich diese Aufgabe? Was ist der Lerneffekt hinter dieser Aufgabe? Ja, und letztendlich ist es ja vorbestimmt. Es ist ja so festgelegt worden von uns, dass unsere Seele, wir inkarniert als Mensch, diese Erfahrungen machen wollen oder wollten. Das ist so festgelegt. Auch hier wieder Thema Seelenplan. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Das nächste Thema ist das Berufliche. Alles, was im September in Bezug auf Stagnation, Unzufriedenheit in dein Feld kommt, das sind dann diese Symptome, die immer nur dann kommen, wenn du auf das, was Thema ist, bei dir nicht reagierst. Also Beispiel, du fühlst dich in deinem Beruf, in deinem irdischen Arbeitsleben nicht wohl, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, was möchte ich letztendlich wirklich umsetzen? Und das, was ich umsetzen möchte, das, was ich arbeiten möchte, wie komme ich von dem Stand, wo ich jetzt bin, dahin, wo ich hin möchte? Er sagt Ausreden, wie zum Beispiel, es geht nicht weil oder ich muss ja das und das tun, damit ich das und das ausgleichen kann. Das sind letztendlich immer wieder, jetzt kommt ein Trigger, Ausflüchte in Bezug auf letztendlich den Seelenweg. Also das heißt, wenn wir uns mit unseren Themen beruflich gesehen nicht beschäftigen, oder wir sagen, ich muss das ja tun, weil dann folgen wir unserem Seelenweg nicht, weil diese Schwere, die wir in dem Moment haben, die Stagnation oder die Unzufriedenheit, die wird uns bewusst gegeben, weil wir laut Seelenplan einen anderen Weg gehen sollten. Und es wird immer dann unbequem, wenn wir unserem Seelenplan nicht folgen. Und da gilt es, sagt Metatron, dass wir uns hinsetzen und überlegen, warum ist das jetzt bei mir so und was kann ich dagegen tun, dass es besser wird, dass es mir gut geht? Weil wieder hier ein großes Thema, nochmal gesagt, es ist unser Geburtsrecht, glücklich zu sein. Wir sind nicht auf die Erde gekommen, um nur zu ackern, um nur zu arbeiten, sondern wir sind hier hergekommen, um zu leben, um glücklich zu sein, um unsere Aufgaben natürlich zu bewältigen, ganz klar. Und da ist es egal, ob es eine Arbeit oder ein Mensch ist, dem wir begegnen, wo wir einfach denken, kann jetzt wohl nicht sein, geht gar nicht, sondern es ist wichtig. Es ist vielmehr wichtig zu überlegen, warum habe ich jetzt diese Energie in meinem Feld? Also hier so ein bisschen Hausaufgaben machen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, ja, ich stimmt, ich fühle mich in meinem beruflichen Dasein einfach mal nicht gut,
Ja, ich möchte gerne, dass es anders wird. Dann hast du auch immer wieder die Möglichkeit, etwas zu verändern. Es muss ja nicht gleich alles auf eine Karte gesetzt werden, aber Stück für Stück in eine neue Richtung sich auszurichten, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was möchte ich wirklich? Und wie kann ich das umsetzen? Das kann jeder. Ja? Und das ist das, was ganz, ganz wichtig ist, meine Lieben. Thema hier, Seelenplan. Also, folgst du nicht deinem Seelenplan, gerade im beruflichen Sinne, es wird immer wieder betont, wirst du diese genannten Symptome bekommen. Und dann ist es deine Aufgabe, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, warum habe ich das? Wie kann ich das ändern? Und wer kann mir eventuell unterstützend dabei helfen? So. Im September ist das Thema Mut und Flexibilität zur Veränderung und dem Ruf der Seele folgen. Eine Energie, die immer intensiver wird. Das heißt, sie zeigen mir einen Weg, den du gehst. Und du wirst entweder einen Weg haben, der völlig frei ist, dann bist du jemand, der diesem Weg deiner Seele, dem Seelenplan folgt. Und du wirst viel Flexibilität, viel Leichtigkeit, das wirst du einfach schon mit dir haben. Und dann gibt es aber die, die immer denken, boah, jetzt wird der Weg steinig, die Steine werden immer größer. Ja, das ist dann der Weg, wo du mehr Mut aufbringen darfst, wo du schauen darfst. Wo muss ich flexibler sein in meinem Leben? Das breitet sich in allem aus. Also das breitet sich nicht nur im beruflichen dann aus, sondern auch generell in deinem persönlichen Sein, also deine Persönlichkeitsentwicklung. Wo geht in deinem Leben, wo bist du glücklich, unglücklich? Wo hast du Blockaden in dir? Ob es dein Denkvermögen ist, dass du immer wieder blockiert bist und sagst, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie geht jetzt mein nächster Schritt? Dann haben wir die Denkblockade oben im Kronenchakra, im Kopf drinne und da auch wieder zu gucken, okay, wo möchte ich alte Glaubenssätze, Gedankenmuster, Strukturen verlassen? Wo möchte ich einfach mehr Flexibilität leben? Ja, und was ist denn der Ruf meiner Seele? Ja, und wenn du diesem Seelenruf folgst, sagt Metatron, dann haben wir halt auch einfach mehr die Energie, dass wir dann automatisch mehr in die Leichtigkeit kommen. Es werden Türen auf einmal sich öffnen. Du wirst Menschen begegnen, die dir geschickt werden, um deinen Prozess zu gehen, deinen Weg begleitend besser zu oder gehen zu können. Es werden Türen sich schließen, wo du vielleicht vorher Angst gehabt hast und sagst dann im Nachgang, Gott sei Dank, dass die Tür zugegangen ist, weil die Tür, die aufgegangen ist, die ist ja viel besser wie die letztendlich offen war, aus der ich rauskomme. Heißt aber auch, offen dafür zu sein, Abschied nehmen zu können von Situationen, die dich blockieren, die dich in eine Stagnation bringen und die dich aber auch niedrig schwingen werden lassen oder die dafür sorgen, dass du in einer niedrig schwingenden Energie bist, weil aus Kummer, Verzweiflung, Sorgen du eventuell nicht mehr rauskommst, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter und dann dir Hilfe zu suchen. Das ist auch ganz wichtig, wenn du in so einer Situation bist, dass du da nicht verharrst im September, sondern dass du sagst, okay, ich gehe das jetzt an, ich nehme diese Herausforderung als Aufgabe an und suche mir jemanden, der mich unterstützt und mich dahingehend weiterbringt. So, dann haben wir auch, genau, das Neue möchte sich immer mehr zeigen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch dafür offen bist und dass du auch sagst, okay, ich bin offen für diesen Prozess und ich habe auch diese Bereitschaft. Ja, und dann sagte Metatron, wo ist dein Fokus? Also es ist im September wird es immer wichtiger werden zu überprüfen, wo ist mein Fokus, auf was liegt mein Fokus? Wo ist dahingehend meine Ausrichtung? Also ziehst du eher das Politische an? Bist du eher niedrig schwingend unterwegs? Bist du eher aggressiv unterwegs? Bist du eher blockierend, dass du sagst, nein, das will ich alles nicht, das Neue kommt nicht in mein Feld? Oder regst du dich über andere Menschen auf? Oder, also versteht ihr, er sagte, wo ist dein Fokus? Ist dein Fokus auf dich? Auf dein Sein, auf deine Hausaufgaben, auf dein konstruktives Vorangehen? Oder ist das
eher der Fokus, den du lebst, auf das Außen, wo du ein Stück weit die Prozesse gar nicht beeinflussen kannst. Es sind nicht immer alles deine Aufgaben. Du kannst nicht die Welt dahingehend alleine verändern, indem du ein Schild in die Hand nimmst, hochhältst und sagst, ich protestiere für alles das, was mir nicht gefällt, weil, dass wir aufstehen, sicherlich ist ein Stück weit, sagt er richtig, und dass man sich nicht alles gefallen lässt. Das ist nicht, dass man das absprechen sollte. Es ist die Dosierung, sagt er. Es ist die Dosierung, wie, inwiefern bist du bereit, deinen Fokus auf Proteste, auf niedrig schwingende Geschichten zu setzen. Er betonte dann nochmal die Waldbrände, die wir in einigen Ländern haben. Ne? Es ist schlimm, dass Wälder und Tiere sterben, dass Wälder abgeholzt werden, aber du hast den Wald nicht in Brand gesetzt und du hast auch nicht abgeholzt. Also hier auch dahingehend wieder zu gucken, wenn dich das blockiert, weil du diesen Zustand nicht ändern kannst, ist es wichtig, dass du deinen Fokus auf die Dinge setzt, die dich glücklich machen, die für das große Kollektiv wichtig sind. Das heißt, Aufstiegsprozess. Wo hast du deine Baustellen? Wo sind deine Blockaden? Und daran zu arbeiten. Wie kannst du dein Leben so optimieren, dass es dir letztendlich gut geht? Das ist das, was Metatron sagt, was viel, viel wichtiger ist. Jeder hat im Kollektiv seine Aufgabe und viele Menschen machen Dinge, die nicht ihre Aufgaben sind und dadurch fallen sie von der Energie her ab. Ne? Also es bringt nichts, wenn du jetzt jemanden zum Beispiel pflegst und dann dich darüber aufregst, dass die Wälder brennen. Das ist dann in dem Moment der Beruf der Pflege, sagt er, ist wichtig, ist viel, ist energetisch sehr sehr anstrengend, aber wenn du dich dann auch noch mit den Waldbränden oder mit Kriegen zum Beispiel beschäftigst, das tut dir dann in dem Moment nicht gut. Gut tut dir das, wenn du dich um Menschen kümmerst und die geben dir ein Lächeln zurück, die streicheln deine Hand, die sagen danke, dass du da bist. Das sind die Dinge, die wichtig sind, dieses Zwischenmenschliche, dieses Füreinander-Dasein, uns die Hände reichen. Es ist wichtig, dass wir schauen, inwiefern wir uns Dinge anschauen oder uns in Situationen begeben, die uns letztendlich nicht gut tun, weil wir sie nicht ändern können. So. Es liegt letztendlich immer wieder, sagte Metatron, an uns, wo unsere Ausrichtung hin ist. Also, das, was du denkst und fühlst, das ziehst du an. Im September, Thema Leichtigkeit. Tue gerne alles dafür, dass du diese Leichtigkeit leben kannst. Gewisse Themen, sagt Metatron, ist wichtig, dass wir die loslassen, dass wir in die Annahme gehen und dass wir Freude auf das haben, was letztendlich lichtvoll zu uns kommen möchte. Also die Freude zu wissen, am Ende wird immer alles gut und wenn es noch nicht zu Ende ist, ja, dann ist es auch noch nicht gut. Also das heißt, du kannst diesen Satz ja drehen und wenden, wie du möchtest. Ne? Du kannst auch sagen, erst wenn es gut ist, dann ist es zu Ende. Oder erst wenn es für dich sich gut anfühlt, ne? Dann hast du eine Situation gut beendet. Das ist letztendlich wichtig. Wir gehen ja immer in unseren Lebensabschnitten, sagte Metatron, immer in eine Situation, in die nächste Situation und, und. Und wenn du eine Situation für dich nicht gut heißt, und sagst, nee, das ist noch nicht zu Ende, weil ich bin mit dem Thema noch nicht durch, dann wirst du es auch nicht zu Ende bringen. Sei denn, du wirst aus dem Leben, sage ich mal, gerissen, weil du deine Lebenszeit vorerst beendet hast oder deine Inkarnation zu Ende ist und du das Thema mit in die nächste Inkarnation nehmen wolltest oder solltest. Ja, das ist bei jeder Seele unterschiedlich, sagt er. Aber wichtig ist immer wieder Fokus, Annahme, Flexibilität, Loslassen alter Prozesse und sich auf das Neue, Schöne fokussieren und sich darauf freuen. Unabhängig von dem Ganzen, ja, wir haben die Welt mit lichtvoller Energie und mit unlichter Energie. Und du entscheidest, sagt Metatron, wo du im September leben möchtest. Mehr in der toxischen Energie oder mehr in der lichtvollen Energie. Diese Momente letztendlich, wie gesagt, wir haben den Monat der Leichtigkeit, ist deine Entscheidung, dass du sagen kannst,
Es ist ein schöner Monat. Ich lebe die Leichtigkeit, weil ich mich auf die Dinge, die mir gut tun, fokussiere. Und das ist letztendlich der September. Leicht und beschwingt durch diesen Monat zu gehen. Die Möglichkeit haben wir. Die Möglichkeit ist uns gegeben. In diesem Sinne, meine Lieben, das war die Nachricht von Metadron. Ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit Unterstützung geben. Es waren einige Trigger mit dabei, ich weiß. Aber letztendlich ist es wichtig, euch immer wieder daran zu erinnern, sagt er, dass wir letztendlich eigene Individuen sind. Wir haben immer wieder die Möglichkeit zu entscheiden, was wir möchten. Deswegen sind wir Menschen mit einem freien Willen. Das sind alles Tendenzen, die ich euch hier mitteilen durfte. Du entscheidest, welche Energieform du leben möchtest im September. Vom großen Kollektiv her wirst du aber die Leichtigkeit leben können. Trotz alledem ist es immer wieder deine Entscheidung, dich auf das Lichtvolle, die Leichtigkeit auszurichten. Die Möglichkeit, die ist gegeben, die Möglichkeit ist da. Wenn du sagst, ich habe ein Thema, wo du Schwierigkeiten hast, dann geh es bitte an. Und wir werden immer noch ein Stück weit in Bezug auf den 31.8., den Vollmond, werden wir diese Energie, werden wir auch noch mit im September mit reinnehmen. Ja, dieses immer wieder aufs Gefühl hören, Intuition. Ja, Vollmond in den Fischen ist ganz viel Intuition, ist ganz viel, viel Herz, Liebe. Ja, also auch da wieder haben wir ein Stück weit, was sich nicht gut anfühlt, möchte ich nicht, darf ich gehen lassen. Das ist diese Energie, die auch noch mit in den September reinreicht, bis zum nächsten Vollmond dann. Also wie gesagt, und im September starten wir auch gleich mit den Portaltagen. Das sind alles wieder Dinge, da werden wir auch wieder die Möglichkeit haben, miteinander zu arbeiten. Also wie gesagt, das sind die Botschaften, meine Lieben, die ich euch mitgeben durfte. Wir gehen jetzt weiter, und ich werde euch jetzt die Monatslegung präsentieren dürfen. Ich danke dir erstmal, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir hier erstmal schon mal ein Mehrwert sein und du hast die Botschaft von Metadron verstanden. Und wir sehen uns gleich in der Monatslegung wieder. So, meine lieben Zwillinge, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung September 2023. Meine Lieben, was soll ich sagen? Wir starten eure Legung mit den Krafttieren, mit dem Krafttier-Orakel. Ich habe hier, wie ihr seht, zwei verschiedene Tarotkartendecks. Ich habe die Engelherzbotschaften mit dabei und ich habe auch ein Orakel-Kartenset mit am Start. Und ich würde sagen, wir starten los. Ich möchte ganz kurz noch vorab sagen, solltet ihr das Schnarchen, Grunzen, Schlabbern oder was weiß ich hören? Nein, es ist kein Mann. Ja, ich bin hier ganz alleine. Das ist mein Boxermädchen. Ja, ich hatte letztens nämlich eine Frage gestellt bekommen, wer schnarcht da im Hintergrund? Ich weiß nur nicht mehr, wer es, ob es jetzt die Steinböcke waren oder wer es war. Und ich musste so herzlich lachen, weil genau in diesem Video habe ich es nicht gesagt, dass ich einen schnarchenden Hund habe. Ja, manchmal der grunzt oder keine Ahnung. Und ja, bei uns ist das immer ein bisschen lustig. Ja, das Einzige, wo ich sage, was störend sein könnte, sind die Handwerker, aber das sind die Menschen, die sind in der Regel immer störend, weil die Menschen immer Krach machen. Ja, und unsere Hähne, Hans Franz und Co., die Nymphis und die Tiere, Hunde, Katzen, also das finde ich dann in dem Moment nicht als störend. Aber meine Lieben, wenn ihr hier neu seid und ihr hört irgendwelche Geräusche, ne, also wie gesagt, Schnarchen, Grunzen oder sonst was, das ist mein Hund. Und ansonsten, ja, wir sind ein sehr tierlieber Kanal. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Channeling gefallen und ihr konntet damit schon relativ gut was anfangen. Denkt bitte mal daran, dass das Kollektivlegungen sind. Ja, die können nicht auf jeden zutreffen. Gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen anschauen, lieber Zwillinge. Und genau, und wir starten hier in dem Monat September. Spannend, spannend, spannend. Mit dem Krafttier Schwalbe. Es geht um die Hoffnung. Ein Hoffnungsträger segelt in dein Leben. Erwarte Rückkehr und Erneuerung. Eine Wende zum Guten kündigt sich an. Also, ich nehme das jetzt mal hier für euch mit auseinander. Es kommt also eine positive Situation in dein Leben, wo du vielleicht auch schon ein Stück weit,
die Hoffnung aufgegeben hast, wo du gedacht hast oder gedacht hast, ach Mensch, es wird sowieso nichts oder ach, ich arbeite schon so lange daran und ich habe das Gefühl, immer muss ich an der Untergrenze kratzen, sei es finanziell, sei es vielleicht mit den Lebensmitteln oder irgendwo hast du immer einen gewissen Mangel in deinem Leben hier gehabt. Und da kommt etwas, was schon mal da war. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Umsatz mal besser war und du bist durch eine Zeit gegangen, die nicht ganz so gut war. Vielleicht hattest du mehr Abzahlungen oder die Finanzen an sich waren nicht so rosig. Und da kommt etwas wieder zurück. Also die Zeit, die du mal positiv gelebt hast, die kommt jetzt wieder und es wird sich etwas erneuern. Ja, also du wirst etwas Positives, eine positive Veränderung kommt in dein Leben zurück, die dir die Möglichkeit gibt, dich zu verändern, eine Erneuerung zu leben. Ja, eine Wende zum Guten kündigt sich an, ist genau das, was ich gesagt habe. Also gebe die Hoffnung bitte nicht auf. Dieser Prozess von Stagnation, Reduktion, Minimalismus, was auch immer in dein Leben gekommen ist oder war, musste sein, um damit du dich entsprechend entwickeln kannst. Ja? So, wir starten jetzt hier erstmal mit dem ersten Tarot, meine Lieben, und gucken uns an, was hier für die Zwillinge, ja, im September los ist. Guck mal, wir haben hier die 10 der Münzen. Ja, und das ist das. Hier kommt etwas in dein Leben. Erwarte Rückkehr und Erneuerung. Das ist das. Das Geld kommt wieder zurück. Vielleicht hast du manifestiert. Zum Beispiel, ich bin ein Geldmagnet. Ich ziehe Geld in Überfülle oder im Überfluss an. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Ich bin ein Geldmagnet. Also so eine Affirmation zum Beispiel können jetzt dazu beigetragen haben, dass jetzt im September du hier die Samen, die du gesät hast, dass du die erste Ernte tragen wirst oder abtragen kannst oder ernten kannst. Ja, du bekommst mehr Kraft, du bekommst mehr Dynamik in die Situation oder du selber fühlst dich stärker, du fühlst dich gestärkt, weil du sagst, ja, nur wenn ich mich verändere, dann kann sich etwas verändern. Wir haben die Sonne, ja, die Sonne ist die positive Energie, das ist die positivste Energie im Tarot, lieber Zwillinge. Das ist die Energie, wo du letztendlich sagst, ich kann die Bäume ausreißen, ich umarme die Welt, ich liebe die Menschen. Ja? Wir haben hier eine Situation, die du verlässt. Und zwar haben wir genau hier die Situation, die sich bei dir zeigt. Und zwar der Minimalismus, der Mangel mit den 10 der Stäbe ist dir etwas zu schwer. Ja, du hast hier sehr viel Last getragen. Und aus dieser Situation gehst du im September raus, lieber Zwillinge. Es wird also besser, ja. Und wir haben die 2 der Kelche. Du führst liebevolle Gespräche von Herz zu Herz. Für einige wird es wirklich eine Liebesgeschichte sein. Und für andere im Bereich der Arbeit sind es aber neue Gespräche, die du hier führen kannst, führen wirst wahrscheinlich in Bezug auf dein Arbeitsleben dann. Also du musst jetzt bitte sehen, was sich hier für dich stimmig anfühlt. Was ich dir sagen kann, ist, und das kann ich jetzt schon sagen, da brauche ich gar keine weiteren Karten klären, du wirst aus einer belastenden Situation rausgehen und du wirst mehr Fülle leben, du wirst die Fülle ernten. Ja, du startest gleich zum Anfang des Monats mit 10 der Münzen, das ist die Fülle auf allen Ebenen. Ja, so. Und dann haben wir hier den Hierophant. Entweder bist du sehr spirituell oder du arbeitest im spirituellen Bereich, das kann es auch sein. Und hier wirst du bist durch diesen Prozess, durch den Mangel, durch den irdischen Mangel, bist du letztendlich gewachsen. Und du hast die Entscheidung getroffen, hier diesen Mangelzustand zu verlassen. Wenn etwas im Leben nicht funktioniert, lieber Zwilling, dann sagt man mal, was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Und dann viele fangen dann an zu stagnieren. Du nicht. Du sagst, du hast begriffen durch diesen Mangel, ich muss mich verändern. Ich muss an mir selber die Veränderung leben, um damit sich die Veränderung im Außen zeigen kann. Ja, und das sind dann mit den 10 der Münzen, ist das dann sozusagen diese Veränderung, die in dein Feld ist oder die in dein Feld kommt. So, wir klären jetzt mal die 10 der Münzen, meine Lieben. Und das ist so die erste Legung von allen, die wirklich sehr viel Information und Botschaft mit sich bringt. Von den Karten her. Die anderen sind da eher nicht so viel sagend, aber der Zwilling ist ja auch das kommunikativste Sternzeichen.
Also von dem her wundert mich das jetzt hier nicht wirklich. So, aber nichtsdestotrotz, meine Lieben, Zwillinge, wir schauen uns das jetzt mal an. 10 der Münzen. 10 der Münzen auf 10 der Kelche. Du hast im Bereich der Familie, du kannst dir im Bereich der Familie alles leisten. Also kommt dein Kind an und sagt, Mama, ich möchte das und das haben, bitte, bitte, bitte. Ja, dann sagst du, okay, alles klar, können wir machen. Ja, oder jetzt neues Schuljahr beginnt. Ja, für alle Eltern, für alle Mamis, ne, wenn es dann geht um neue Sportschuhe, neue Kleidung, die Klassenkasse, die Klassenfahrten. Also du bist hier ein Zwilling, du sagst, okay, ne, wann, wo, wie, wo soll ich es überweisen, was brauchst du, wie geht das? Und das wirst du im September in vollem Umfang leben. Oder du wirst in dich auch selber mal investieren, dass du sagst, okay, mir geht es gut, meiner Familie geht es gut, ich sorge jetzt dafür, dass ich weiterhin in meiner Kraft bleibe und buchst dir zum Beispiel eine Heilarbeit, ja. Also auch das, liebe Zwillinge, das ist jetzt nicht Werbung für mich selber, bitte nicht falsch verstehen, sondern hier sehe ich aber auch, dass du dieses Level hast, weil du aus einer Zeit kommst, die für dich sehr schwierig war, ja, oder vielleicht teilweise auch sehr grenzwertig war und es wird dir im September super gehen, aber die 10 der Stäbe, die ziehst du immer noch ein Stück mit. Wir gucken doch gleich nochmal rein, warum das so ist, ja. Und hier solltest du, sobald du merkst, okay, du lebst jetzt in dieser Fülle, du hast einfach manifestiert, affirmiert etc. pp., dass du auch in dich selber investierst, weil die Kraft kommt nicht einfach von irgendwo. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass du auch wirklich für dich sagst, ich habe jetzt den Luxus, ich habe jetzt die Möglichkeit, ja, dass es mir gut geht, also investiere ich auch in mich. Ne? Dass ich dann, wenn es mir gut geht, einfach nochmal zurückschaue und sage, okay, woher kommen denn die 10 der Stäbe? Ne? Und das dann aufarbeite. Das ist ganz wichtig. Das kannst du halt durch eine Kartenlegung, da kannst du dir die Klarheit holen, durch ein Coaching, durch eine Heilarbeit, du hast ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Genau. Und durch die Kraft, ja, lieber Zwillinge, kommst du auch letztendlich in die männliche Energie. Ja, also ich spreche ja immer aus der Sicht einer Frau und diese Personenkarten, die sind ja auch immer geschlechterunspezifisch. Aber wir haben hier im September, haben wir dich hier liegen, lieber Zwillinge, in deiner Energie, aber in der männlichen Energie. Das heißt, du bist sehr aktiv, ja, weil du die Kraft dazu hast, ja, an den Dingen zu arbeiten, ob es ein Familienthema ist, ob es das Geld ausgeben ist, ob es, wir haben hier so einen Luxuszwilling, ja, also jemand, der sich keine Sorgen macht, sondern der weiß, ich werde getragen, ich brauche mir keine Sorgen machen, Sorgen ist vertane Zeit, ja. Du bist hier sehr, sehr stark im September, du bist sehr unterstützend im September, ja, und es könnte sogar sein, lieber Zwillinge, wenn du keine Beziehung hast, wir haben jetzt zwar nicht das Ass der Kelche, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder, wenn du Single bist, könnte es trotzdem sein mit der Sonne, dass du dich für die Liebe wieder öffnest. Vielleicht hast du irgendwas erlebt, ja, und hast immer zugemacht und hast eher für dich gearbeitet oder hast eher auf dich geschaut oder hast gesagt, nein, die Liebe ist für mich nichts. Dann wirst du jetzt mit der Sonne aber langsam dein Herz wieder öffnen, ja. Je nachdem, was du erlebt hast. Wenn du in einer Beziehung bist, lieber Zwillinge, dann hast du eine unheimlich schöne Zeit im September. Ja, die Sonne, die Liebenden, also schöner geht's gar nicht, ja. Und genau, was habe ich jetzt noch? Lass mich überlegen, was kommt da jetzt noch? Ich muss mal kurz hören, meine Lieben, ja. Für einige kann es aber auch sein, dass man hier in Bezug auf die Familienplanung sagen sieht, dass man hier nochmal überlegt, ob man nochmal Nachwuchs plant. So, genau. Ja, das ist doch schön. Jeder so, wie er möchte. Dann haben wir das Thema mit 8 der Stäbe und den 8 der Kelchen. Ne? Dass du diesen belastenden Zustand, ja, dass du den verlässt. Warum? Weil dieser belastende Zustand, den kannst du verlassen, weil wir haben hier 10 der Münzen. Und 10 der Münzen hatten wir hier schon mal. Also Zwillinge, du strotzt nur vor Geld. Bist du selbstständig, wird deine Selbstständigkeit wieder wachsen. Bist du im Angestelltenverhältnis, kann es sein, dass du eine Lohnerhöhung bekommst, dass du eine neue Position bekommst, dass du einfach eine Arbeit tust, die dir besser gefällt. Es kann auch sein, dass du einer Arbeit nachgegangen bist, die sehr belastend war für dich und du verlässt die und hast ein besseres Jobangebot. Mit 10 der Münzen heißt letztendlich, du hast alles, was du brauchst im finanziellen Bereich. Das heißt, wir haben 2x 10 der Münzen. Einmal in Bezug auf die Familie,
Und dann aber auch die Belastung, die du hier hast, durch deine alte Arbeit. Es könnte aber auch sein, und jetzt hör zu bitte, dass du in einer Arbeit bist, wo du sehr viel Geld verdienst und die aber sehr, sehr anstrengend ist und dass du die verlässt. Dann haben wir es hier mit einem Perspektivwechsel zu tun, mit einem Jobwechsel zu tun. Ja, auch das ist hier möglich. Aber wir haben hier schon die liebevollen Gespräche. Also es könnte sein, dass du mit deinem Partner, wenn du einen hast, Gespräche führst. Ja, und sagst du, hör mal zu, es ist mir einfach zu viel, wir verdienen zwar viel Geld, aber können wir nicht mit weniger auskommen? Also viel meine ich dann schon wirklich, dass man nicht mehr auf den Cent guckt, ne? Also wir haben es hier wirklich Fülle, 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 Fülle. So, und ob du nun dreimal Fülle oder zweimal Fülle hast, ja? Also du wirst hier irgendwas verändern, du wirst einen Zustand, der dich sehr, sehr belastet hast, wirst du verlassen. Und entweder hast du eine Möglichkeit, trotzdem noch mehr Geld zu verdienen oder anders Geld zu verdienen. Also hier, die Finanzen hören deswegen nicht auf, Zwillinge. Ja? Und hier haben wir eventuell deinen Partner zu liegen, mit dem du hier Gespräche führst. Es kann aber auch ein neuer Arbeitgeber sein. Ja, also entweder wechselst du hier die Arbeit oder aber auch du überlegst dir, ob du hier anders arbeitest, also generell auch anders arbeitest. Ja, vielleicht ein Stück weit von zu Hause aus arbeitest. Ne, das kann auch sein. Also im Bereich der Finanzen, des Beruflichen wird sich was verändern, aber das heißt nicht, dass du keine Fülle mehr hast. Also du hast hier 2 mal 10 der Münzen. Also darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Wir gucken hier wirklich nur, dass du überprüfst, Zwillinge, welche Situation in deinem Leben ist die, die dich so belastet, die du dann verlässt oder schon überlegst zu verlassen. Die Beziehung ist es nicht. Ja? Also da sehe ich ganz viel Positives. Ja, und wir haben ja auch die Welt und der Hierophant. Also entweder, passt auf, entweder suchst du dir jemanden, der dich hier unterstützt. Dann ist der Hierophant eine dritte Person. Ja, und diese Person, die gibt dir entsprechend Coaching, Heilarbeiten, die pusht dich, lieber Zwillinge, dass du diesen Prozess hier, nur den, die gucken wir uns jetzt mal hier an, ne? Diesen Prozess hier wirklich verstehst und verändern kannst. Oder aber du bist der Hierophant und du weißt, dass du durch dieses Verlassen dieser belastenden Situation, ja, dass du mit der Welt in eine bessere Zeit gehst. Ne? Wir haben als Bestätigung hier auch die 10 der Münzen. Also das ist total spannend. Zwillinge, du bist echt, boah, bist du gut unterwegs. Echt hammermäßig. So, meine Lieben, das ist eine tolle Zwillingslegung. Da wurde ja auch mal wieder Zeit hier. Wir gucken mal, was die Orakelkarten hier noch sagen wollen. Heilkräuter, Gesundheit, Wachstum, gesunde Entwicklung, Frühling. Ja, also bis zum Frühling. Ist gemein, ne? Wir haben kurz vor Weihnachten. Nächste Fest ist Weihnachten. Ja, das sind Prozesse. Je nachdem, wie lange du mit dieser Belastung hier lebst, im Übrigen, auch wenn du sie verlässt, kann es sein, dass du wirklich bis zum Frühling brauchst, um dass du wieder in die Heilung gehst. Ja, so lange, man sagt immer gerade bei Burnout zum Beispiel oder bei seelischen Geschichten. Bei der Psyche, die braucht immer so lange in Bezug auf die Heilung, wie sie gebraucht hat, dass du da bist, wo du hier bei 10 der Stäbe bist. Also hast du jetzt ein Jahr gebraucht, dass du jetzt total K.O. bist, psychisch total am Ende bist oder einfach körperlich nicht mehr kannst, dann brauchst du auch ungefähr, sagt man, genau die gleiche Zeit, um hier wieder in die Heilung zu kommen. Trotzdem, dass du diesen Prozess hier, diese Belastung hier verlässt. Ne, dein Körper, deine Seele braucht die Zeit, um zu heilen. Thema auf jeden Fall ist die Gesundheit und das Wachstum. Wachstum, was auf jeden Fall dafür spricht, sind die 10 der Münzen zweimal. Einmal in Bezug auf diesen Zustand, der dich belastet und in Bezug auf hier die Fülle in der Familie. Also zu wissen, man kann die Familie tragen, ist einfach mal mega. Ne? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Es ist auf jeden Fall bei dir im September eine gesunde Entwicklung zu sehen. Du solltest dich mit dem Thema Heilkräuter beschäftigen und ich denke, im Frühling nächsten Jahres sieht es auch ganz anders aus. Ne? Und denk bitte mal daran, ja, wir haben jetzt noch den Vollmond am 31. haben wir den Vollmond in den Fischen. Wer da gerne eine Heilarbeit haben möchte, eine Zeremonie oder auch beides zusammen, gerne, gerne melden, Leute. Ne? Nutzt den August und der September wird auch ganz lichtvoll. Also ihr habt ja gehört, Leichtigkeit. Ne? Also das ist das, was die Leichtigkeit, die du bekommst im September, wenn du dich dafür öffnest, siehst du ja im finanziellen Bereich. Ne? Ja, in Bezug auf das Wachstum. Das ist ja genau das. Also nutzt diese Energien einfach noch. In der Infobox stehen übrigens alle Infos, die ihr braucht.
So, wir nehmen nur die umgekehrte Karte, sagen Sie. Ja, und die 28, Quersumme 10. Ich sage, ich möchte etwas in die Vollendung gehen. Engel für Geduld und Zeitlosigkeit. Ich nehme in Geduld alles an. Und das ist genau das. Also diese Belastung, Zwillinge, die du ja hast, hier um in die Heilung zu gehen, ne? Ein Prä ist natürlich hier die 10 der Münzen, dass es dir finanziell gut geht. Das ist dann auf der Seelenebene einfach super. Ansonsten wirst du dir dafür einfach Zeit nehmen müssen. Ja, das ist einfach so ein Punkt. Einfach ist gut, ne? Aber dieses Wort einfach, das ist, es ist einfach. Es ist eine Einstellung, die wir haben. Ja, mach es dir einfach. Es ist einfach. Ja, es ist, wenn du sagst, nee, es ist nicht einfach, nein, es ist so und so, dann arbeite bitte an dir. Ne? Das Leben ist letztendlich einfach. Wir kriegen immer nur die Aufgaben, die wir bewältigen können. Und wenn wir vom Kopf her, Zwillinge natürlich, ganz klar, total blockiert sind und zu sind, dann dürfen wir uns halt Hilfe holen. Ob es jetzt ist durch jemand, den du dir suchst, der weiter ist wie du, der dir energetische Unterstützung geben kann, Blockaden lösen kann, Chakrenausgleich etc. pp. Wenn du da was möchtest, bitte gerne einfach mal connecten und dann schauen wir, was wir machen können. Aber du wirst einen echt coolen September haben hier, Zwillinge. Du bist richtig gut unterwegs. Es sind so gut fast die besten Karten. Und du kriegst hier die 10 der Stäbe, sind letztendlich wichtig, damit du in die 10 der Münzen wanderst. Wäre immer alles in Ordnung, würdest du auch nicht dein Popo an der Wand kriegen wollen. Ne? Also hier wirklich in die Bewegung kommen. Und das tust du mit 8 der Kelche, dass du diesen Zustand, der dich belastet, dass du den verlässt, um dann nachher in die 10 der Münzen wirklich zu kommen. Und da kriegst du am Anfang des Monats hast du so einen Impuls und dann nochmal Mitte, Ende September hast du so einen Impuls. Oder so ein Impuls, so ein Pulsschlag, so ein so. Aber Liebe ist toppi, oder wie gesagt, wenn du niemanden hast, dann geht es hier auch um deine Selbstliebe, ne? Wenn du hier, ich muss nochmal was dazu sagen, wenn du hier einen Job wechselst, dann ist das hier auch dein Arbeitgeber, der mit dir die lichtvollen, liebevollen Gespräche führt. Und denke bitte mal daran, im September ist das Thema Leichtigkeit, ja? Und gebe die Hoffnung nicht auf, es wird sich etwas Positives ankündigen bei dir. Also, es wird richtig lichtvoll, es wird richtig gut. Öffne dich da bitte für. Und jetzt geht meine Stimme gerade weg. Also ich höre jetzt auf zu reden. Ich habe nämlich noch ein paar Legungen vor mir. Aber öffnet euch, bleibt offen und geht in die Gewissheit, als wenn das, was ihr hier seht, schon da ist. Ganz wichtig, das ist somit das Wichtigste. Ja? In diesem Sinne, meine lieben Zwillinge, bis zum nächsten Mal. Danke für euer Abo und danke für eure Unterstützung. Ganz toll. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.